Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mal wieder ein aussortiert Flop-Video für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie immer, vorab ein kleiner Disclaimer. Es sind halt wirklich nur Produkte, die ich aussortiert habe, die mir persönlich nicht gefallen haben, die in meinem Gesicht nicht funktioniert haben und meine persönliche Meinung. Falls das dein absolutes Lieblingsprodukt ist und du einfach eine ganz andere Meinung hast, ist das deine Meinung. Und die ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich rede von Produkten und nicht von Menschen. Und hier geht es auch einfach nur um Beauty und nicht um Menschenleben. Und dementsprechend sind wir ganz gechillt, ziehen uns das Video rein, wenn wir Bock drauf haben. Und legen einfach mal los. Ich habe mir auch mal wieder über den Monat verteilt hier Notizen gemacht. Da habe ich hier so ein Feed, wo ich das immer reinschreibe. Ne? Da stehen sowohl immer meine aussortiert Produkte drin, die ich immer reinschreibe, wenn ich sie in die Kiste packe, als auch für mein Full Face Beauty Boxen, wenn ich da was sammle. Und dann kann ich nämlich immer etwas fundierter euch sagen, warum sie nicht funktioniert haben. Ich habe mich auch immer mal wieder so durchgetestet und ja. Zuallererst habe ich ein Produkt, was im Prinzip ja kein Make-up ist, aber es ist ein Schmuckständer, den ich aussortiert habe. Den habe ich mir letztes Jahr, glaube ich, gekauft und jetzt habe ich ihn aussortiert, weil meine Ohrringe einfach mittlerweile hier nicht mehr drauf passen. Der ist wunderschön, den habe ich, glaube ich, bei Me Lovely bestellt und ich finde den auch total super, wenn ich nicht so ein Freak wäre und so viel Schmuck hätte. Das heißt, ja, ich habe heute Mädelsabend, da kommen die Produkte mit hin. Ach so, zweiter Disclaimer. Ihr könnt euch gerne hier unter diesem Video, wie unter allen aussortiert Videos, immer suchen und finden, falls ihr miteinander so Trash-Gruppen gründen möchtet oder auch eine Trash-Paket-Partnerin sucht. Ne? Da haben sich schon einige gefunden, was ich sehr, sehr cool finde. Ich persönlich kann leider nicht an sowas bei euch mit teilnehmen. Da werde ich auch immer wieder nach diesen Videos gefragt. Und die Produkte, die ihr hier seht, sind meistens auch gar nicht mehr in meinem Besitz. Denn ich bin ja selber in der Trashy-Gruppe drin. Ich tausche Trashe auch gerne mit anderen, die ich einfach schon länger kenne, zum Beispiel mit Marion oder mit Sophia oder mit irgendwem, mit Lea, ne? Oder mit Yvonne und da habe ich einfach schon meine Mädels, mit denen ich da gerne einfach tausche und super viel wird auch immer über eBay Kleinanzeigen von mir einfach verschenkt, gespendet, wie auch immer und deswegen, heute ist Black Friday, der 26.11. Ich glaube, das Video seht ihr erst so in 2-3 Wochen, dementsprechend, ne, die Produkte sind nicht mehr da, sorry. Und was ich mir für diesen Schmuckbaum dann Neues bestellt habe, kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, das habe ich mal hier so drapiert. Das ist so ein Rondell. Das ist natürlich jetzt auch noch relativ leer, ne? Aber ja, ich habe hier auch noch neben mir den ein oder anderen Schmuck-Adventskalender, den ich noch öffnen werde. Tatsächlich, also im Dezember kommen auch noch Adventskalender von mir online. Und da passt einfach viel mehr dran. Und das finde ich einfach viel schöner und sortierter und aufgeräumter. Und ich mag das, ne? Dann habe ich hier unten meine silbernen Ohrringe, da meine goldenen, da meine roségoldenen und da so sonstige. Und da, ja, ne? Ich finde das irgendwie, also für mich persönlich einfach besser und jetzt habt ihr quasi meine Ohrringsammlung auch noch nebenbei gesehen. Ich finde das einfach schöner. Steht hier quasi da oben auf meinen ganzen Alex-Kommoden, da habe ich meine Nagellacke stehen und auch meine Ohrringe und da komme ich einfach dann ganz gut ran. Ne? So, so viel zu Nicht-Beauty. Und jetzt mache ich mal weiter. Hier habe ich eine Lidschattenpalette aussortiert und zwar von Jella. Hello Beautiful, die war mal auch irgendwo in der Box mit drin. Die darf jetzt gehen. Ich finde sie schön. Die hat auch eine gute Qualität. Da kann ich auch schöne Looks mit schminken. Aber die ist mir persönlich, man sieht es kaum, zu basic. Ist wie es ist. Und deswegen ist sie jetzt einfach aussortiert worden. Dann habe ich hier von Essence einen Nagellack. Next Stop Summer war die Limited Edition. Das ist so ein wunderschönes Orange. Aber ich muss da so viele Schichten von auftragen, um den irgendwie halbwegs deckend hinzubekommen. Das funktioniert leider nicht. Deswegen muss der auch gehen. Dann habe ich von Catrice einen aussortiert. Da hat Catrice sich selber quasi ins Knie geschossen, denn die haben diese Stronger Nails Rampampam-Geschichte rausgebracht in relativ exakt demselben Farbton und die habe ich beide mal auf dem Finger drauf gehabt oder auf den Händen und da hat der einfach abgelost, weil der nicht so lange gehalten hat und darf jetzt auch einfach gehen. Dann habe ich von Miss Lynn einen Nagellack. Das ist eigentlich eher so ein Überlack. Den kann ich entweder nur über ein anderes Blau drüber machen oder über ein Weiß, um da halt eine schöne Geschichte rauszukriegen, weil alleine funktioniert der einfach nicht. Der ist, glaube ich, in der Farbe Blue, See You Soon, so heißt der. Den habe ich auch schon mal in meinen Favoriten und so drin gehabt, weil ich den in der Theorie ganz schön finde.
Aber solo ist der halt einfach öde, ne? Und da habe ich einfach mittlerweile Nagellacke, die einfach von sich aus schon genug Deckkraft haben und von sich aus schon genug mit herbringen, um mich glücklich zu machen. Deswegen muss der leider gehen. Die Make-up-Industrie entwickelt sich halt immer weiter, ne? Dann habe ich ja von Douglas auch einen, der ist in der Farbe Crazy Ghost. Ja, hier ist tatsächlich auch der Name Fakt. Weil es ist eher ghostmäßig. Er ist nicht komplett deckend. Du siehst halt immer noch hier, also meine Nägel sind ja immer nicht lang, ne? Aber ich habe halt auch ein langes Nagelbett und so. Aber ein bisschen, wenn die halt wachsen, sieht man dann ja das, ne? Und dann sieht es immer so dunkel aus, obwohl die nicht dreckig sind. Aber es sieht halt irgendwie dunkel und merkwürdig aus und ungepflegt. Und deswegen möchte ich den für mich einfach nicht mehr behalten. Klar könnte ich darunter einfach einen Unterlack geben oder einen weißen Lack als Base, ne? Aber ist mir dann... Das ist mir dann zu aufwendig. Den hier habe ich tatsächlich doppelt von Essence The Gel Nail Polish Island Hopping Nummer 64. Ist eine geile Farbe und wie gesagt, ich habe ihn doppelt. Ich habe ihn jetzt ja nochmal da, deswegen ist der jetzt weg. Dann habe ich hier ein Produkt, das kann ich so leider nicht weitergeben, von H&M, das Eyebrow Gel. Ja, das sieht auch sehr merkwürdig aus. Habe ich auch schon verwendet, das ein oder andere Mal. Also tatsächlich, ich glaube 2 Wochen hatte ich das in Anwendung. Und das ist mir zu flüssig. Das ist nicht cool. Also ich mag das nicht gerne. Und deswegen muss das gehen. Also ja, Augenbrauengel halt. Dann habe ich von Yves Lom eine Maske aussortiert, weil ich die nicht vertrage. Das ist eher so eine reinigende oder so eine Detox-Maske. Ich weiß nicht, ob da zu viele Parfümstoffe oder sowas drin sind. Aber für mich persönlich ist die einfach zu aggressiv auf dem Gesicht, sodass ich immer ein irritiertes Gesicht danach habe. Ne? Sieht dann immer feuerrot aus und gefällt mir nicht. Und deswegen habe ich diese Maske jetzt aussortiert, die jetzt super, super teuer eigentlich wohl ist. Ne? Aber bei mir halt nicht funktioniert. Du solltest sogar 20 Minuten, also 15 bis 20 Minuten drauf lassen. Ich kann das keine 5 Minuten drauf haben. Achso, die Konsistenz kann ich euch ja zeigen. Ne? Ich habe da auch nicht wenig von verwendet. Aber ja, weil ich mich halt nicht davon trennen konnte, weil ich gedacht habe, nee, das ist halt so teuer. Ja, es riecht aber sehr intensiv, sehr minzig auch, ne? Ich mag eigentlich auch Minz. Also ich habe jetzt auch gerade einen Lip-Gedönsen hier Pout Pomp von Revolution drauf. Der ist auch, übrigens, ne, kann ich euch auch sagen, in der Farbe Kiss, auch mit hier Minze. Aber ich mag das so nicht auf dem Gesicht haben. Dazu ist meine Haut zu empfindlich. Dann habe ich von Melusine Paris ein Produkt aussortiert, das Hair Protection Elixier. Soll nochmal einen Lichtschutzfaktor von 20 geben. Habe ich im Sommer verwendet, das ein oder andere Mal, wenn ich so im Garten war. Aber meine Haare sahen danach aus, als hätte ich die in einen Topf Öl gesteckt. Und ich habe mir davon nicht viel aufgegeben. Ne? Und trotzdem, also ich fand das nicht geil. Ich fand das ganz furchtbar. Und deswegen muss es jetzt gehen. Von Crash Cosmetics habe ich den Spiegel jetzt aussortiert, weil ich hatte jetzt letztens auch einen anderen in einem Adventskalender mit drin gehabt. Ne? Den hier. Und ja, der hier ist einfach... hat ausgedient. Also der ist, auch wenn man den von Namen sich anguckt, ne, der ist einfach viel benutzt worden jetzt. Es ist ein schöner Klappspiegel, den ich auch in der Theorie empfehlen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Jahr. Ja, kurz. Nee, ich habe das zu letztem Jahr zu dem Crash Cosmetics Adventskalender mit dazu bekommen. Und ja, da war der halt mit dabei. Oder war der im Adventskalender? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt aussortiert. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette von Douglas, die ich eigentlich auch ganz schön finde von den Farben her. Das ist die Palm Springs. Ne? Das soll ja auch quasi so ein ABH-Dupe sein oder Zwilling. Und ja, die ist mir einfach zu schwach. Also da habe ich andere Paletten, auch in der Originalform von ABH mittlerweile, die einfach viel besser pigmentiert sind. Ihr seht es, ich mag solche Looks, die ich auf dem Auge trage. Sowas kann man auch mit solchen Paletten sehr gut schminken. Also das kriegt man hier auch ganz gut mit hin. Aber mir persönlich ist sie jetzt einfach zu schwach. Und deswegen muss sie jetzt einfach mal gehen. Dann habe ich hier auch von e.l.f. eine Palette, die mir ebenfalls A zu schwach und B zu grau ist. Irgendwie sieht das immer so aus, als hätte ich irgendwie... keine Ahnung, was aufs Auge gekriegt, wenn ich die verwende. Das ist die Opposites Attract Eyeshadow Palette. Und ja, man sieht es auch anhand der Töne schon direkt. Ne? Schwierige Töne, sehr kühle Töne, ein paar warme Töne hat man auch mit dabei, aber ist nicht so mein Beuteschema. Und ja, darf jetzt auch halt verschwinden. Dann habe ich in meinem Full Face Beauty Boxen so ein paar Produkte auch verwendet von Oktober, wo dann natürlich auch ein paar Sachen nicht so gut funktioniert haben. Da habe ich einmal von Balea die Tagescreme BB. Ja, die hat wirklich eine richtig zarte Tönung. Ne? Ist in hell halt und nee, also war mir einfach zu hell und zu einfach nicht da. Und also, wenn ich mir schon die Mühe mache und mir irgendwie was an Farbe ins Gesicht aufgebe, dann sollte es wenigstens eine leichte Deckkraft haben, aber nicht eine zarte. Das ist ja noch eine Stufe drunter.
Ist nicht so meine Welt. Dann habe ich hier von Et Rebelle, das war ein Trashy drin, einen Longlasting Eyeshadow Pen und den habe ich auch in einem Full Face Beauty Box mit euch ausprobiert und der ist mir viel zu hart. Ich glaube, der ist auch einfach alt. Muss man jetzt ja auch mal so sehen, ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, der kommt auch weg, weil der einfach zu hart ist, zu... Du schiebst dir dein Auge ja halb weg damit, ne? Nee, das muss nicht sein. Das heißt, ja, das lege ich mir zur Seite. Der kommt gleich im Müll. Dann habe ich einen Concealer verwendet. Jetzt muss ich das erste Mal hier mal spicken. Genau, also der ist von L'Oreal, der Infallible More Than Concealer. Habe ich in der Farbe 322 Ivoire Ivory. Der ist mir zu trocken und lässt mich krank aussehen und irgendwie einfach nicht so meins. Für mich persönlich müssen Concealer auch eigentlich eher so einen leichten Rosé-Touch mit dabei haben, damit ich aussehe wie ein lebendiger Mensch, weil ich habe halt einen kühlen oder neutralen Hautton und dann passt es eigentlich ganz gut, wenn ich da was Rosafarbenes verwende. Ich habe jetzt nicht so super viele Augenringe, Augenschatten oder so, die ich abdecken möchte. Das, was ich halt gerne möchte, ist einfach frisch unter den Augen auszusehen, so ein bisschen aufzuhellen, ein bisschen, ja, vielleicht meine Falten auch so ein bisschen zu pflegen, ne, dass das Ganze ein bisschen glatter aussieht. Dann habe ich hier von O.O.Lution den Headline Eyeliner. Das ist so ein Dip Eyeliner. Ich mag einfach keine Dip Eyeliner und genau zu diesem Punkt kommen wir gleich, denn ich habe sau viele Dip Eyeliner aussortiert. Dann habe ich hier von MCO Beauty das Clear Brow Gel. Das ist einfach zu wenig. Da ist ungefähr gar keine Haltbarkeit mit dabei. Und ja, mittlerweile, ne, bin ich ja auch einfach mal so ein bisschen anspruchsvoll geworden. Ne? Muss ich wirklich an dieser Stelle mal erwähnen. Hat ein relativ großes Bürstchen. Also theoretisch für mal so ein bisschen im Alltag ist es vollkommen in Ordnung. Aber ich mag gerne dieses binäre Schminken, entweder ganz oder gar nicht. Ne? Und ich schmink mich halt gerne sehr und dann auch die Augenbrauen und dann sollen die auch festgetackert werden. Dann nehme ich entweder den 24 Hours Brow Setter oder, das bekommt ihr auch bei Purish, ciao. Da ist aktuell auch die, nee, aktuell nicht. Nee, wenn ihr das Video seht, nicht mehr. Da geht jetzt mein Code Claudiswelt15 wieder für 15% Rabatt. Das ist ein Affiliate-Rabattcode. Ne? Da gibt es die Edition hier mit Merve. Lamination Style. Das ist so geil. Man sieht es kaum, dass es benutzt ist. Ne? Das wird schon ganz trüb. Verwende ich jetzt wirklich sehr häufig. Ich mag das gerne, weil das die Augen richtig festtackert. Dann habe ich einen Highlighter aussortiert von Ofra. Ja, es tut mir in der Seele weh, Leute, aber was soll ich machen? Das ist nämlich der Ofra mit Nikki Tutorials Highlighter. Ja, das ist die Space Baby Geschichte. Habe ich mir, glaube ich, mal bei Beauty Bay bestellt. Und ich glaube, letztes Jahr zum Black Friday. Und man sieht's, ne? Der ist halt richtig mit einem blau-lila Schimmer mit dabei. Der ist mir zu kühl. Und ich mag einfach mittlerweile halt nicht mehr dieses super intensiv kühle. Den ich jetzt gerade drauf trage, da kommen wir nachher auch noch zu. Der steht auch so ein bisschen auf der Kippe. Naja, auf jeden Fall ist mir der zu krass. Und ich mag schöne Highlighter, definitiv. Das ist auch ein schöner Highlighter, der jetzt nicht so glitzerig ist oder so. Aber halt zu kühl. Ja, ich habe es eben schon angesprochen, ne? Ich habe da mal ein paar Dip-Eyeliner aussortiert, ein paar ist gut, weil ich einfach keine Dip-Eyeliner verwende, Leute. Ich habe mir das wirklich mal so klar gemacht und ich saß lange vor meiner Schublade, wo ich meine Dip-Eyeliner und Kajalstifte drin habe und habe mir gedacht, wann greife ich denn dazu? Nie! Mag ich nicht. Ich habe gerne diese, ich glaube von Suva Beauty gibt es die, ne? Das sind eigentlich, sehen aus wie so Malpaletten, Wasserfarben halt, ne? Die man nass macht und dann kann man sich dann Eyeliner mitziehen mit einem Pinsel. Aber einen Dip-Eyeliner greife ich nicht zu. Ja, und da ich dieses Video auch immer verwende, um meine Excel-Tabelle ja auch aufzuräumen, zeige ich euch die alle jetzt auch tatsächlich. Da habe ich einmal von von H&M den Brightliner. Das ist so ein roter, ne? Den habe ich jetzt aussortiert. Fand ich ganz fancy und habe ich mir auch, ich glaube, für mein Fullface H&M gekauft, weil ich dachte, das wäre cool. Dann auch von H&M habe ich hier ein Glitter-Flitter, hast du nicht gesehen, in so einem Lila. Dachte ich, das wäre ganz cool, wenn man den so hier nochmal so on top gibt. Ich habe ein Schlupflid, man sieht es eh nicht. Dann habe ich den auch nochmal in so einem Gold-Kupferton. Ja, wie gesagt, sieht man eh nicht. Übrigens habe ich den auch nochmal in Silber. Die waren aber in einem Adventskalender drin, Leute. Ne? Noch so einen roten habe ich hier von L'Oreal, den Matte Signature Eyeliner. Der ist eigentlich ganz geil. Ist auch so ein rotes Gedönsen. Ja,
Nee. Dann habe ich einen von Judith Williams. Den fand ich auch ganz, ganz furchtbar. Den mochte ich gar nicht leiden. Fand ich auch echt in der Applikation nicht so geil. Easy and Precise Eyeliner. Nee. Also einfach fand ich den jetzt nicht anzuwenden. Aber es liegt auch daran, dass ich einfach kein Pro im Dip Eyelining bin. Von H&M den Glitteretti Mascara Liner. Theoretisch hättest du hier auch noch eine türkise Glitzer-Mascara für die Spitzen mit dabei, die ich eh nicht verwende. Und halt einen Glitzer-Eyeliner. Vergiss es, verwende ich eh nicht. Dann habe ich hier, den fand ich eigentlich ganz schön, aber ich habe Filz-Eyeliner, die braun sind. Dann brauche ich nicht Dip-Eyeliner, die braun sind. Auch wenn der gut ist, Liquid Ink Eyeliner Waterproof Brown von Essence. Ne? Also der ist schön und haltbar und so weiter und so fort, aber halt ein Dip-Eyeliner. Und ich werde jetzt auch zukünftig darauf verzichten, dass wenn ich Adventskalender öffne und ein Dip-Eyeliner drin ist, dass ich das behalte. Genauso werde ich auch keine in Boxen behalten. Ne? Auch nicht austesten, weil das macht gar keinen Sinn. Ich mag es einfach nicht. Von Cozart, den flüssigen Eyeliner, auch den sortiere ich aus. Es ist auch eine fancy Farbe, da kann man sicherlich auch total spektakuläre Looks mit schminken. Mag ich aber nicht. Dann habe ich hier von Max Factor den Color Expert Waterproof Eyeliner in so einem lila Ton. Fand ich auch interessant, aber interessant ist halt die kleine Schwester von Weiße Bescheid. Dann habe ich hier so einen türkisen von Pro Artist Body Art Liner. Den kannst du dir, nee, von La Splash. Den kannst du dir auch auf den Körper malen, was ich ja relativ nicht so häufig mache, um ehrlich zu sein. Von Love habe ich auch zwei. Das ist, ja, ich weiß nicht, die waren letztes Jahr in einem Adventskalender drin oder vorletztes Jahr. Einmal in der Farbe Dazzling Burgundy und einmal in der Farbe Mauve Sparkle. Ne? Beides Dipviecher. Beide bei mir einfach nie in Einsatz gekommen, weil das merke ich ja auch, wenn ich die übers Jahr einfach nicht rausnehme, ne, und nicht verwende, dann brauche ich die nicht. Von Zoeva habe ich einen Dip Eyeliner, auch der Ciao Cacao. Dann von Dr. Pierre Ricot den Eyeliner, den werde ich ebenfalls aussortieren. Und last but not least habe ich von Sante den Liquid Eyeliner mit Rizinusöl. Da habe ich mir eigentlich gedacht, dass es eine ganz coole Nummer wäre, weil ich den ja gleichzeitig auch als Wimpernwachstumsserum nehmen könnte. Aber nein, ich greife nicht zu solchen Produkten, Leute. Ne? Und dann sollte man sich halt auch mal davon trennen und die nicht einfach nur in der Schublade liegen haben. Und ich weiß, dass einige in meinem Umfeld das mega feiern werden und die gerne verwenden. Ja, und dann habe ich hier noch eine ganze Schublade mit Kajalstiften. Da geht die Party dann auch noch mal richtig ab. Ne? Ich zeige euch die alle, weil ich ja meine Tabelle auch weiterführen muss hier. Das ist einmal von MUA Makeup Academy, der Intense Cool Eyeliner. Ne? Ist aber eigentlich eher ein Kajal zum Anspitzen, der mich verlassen muss. Ebenso geht es auch mit dem Eyeliner von bei Beauty Bay. Die habe ich zugeschickt bekommen. Das hier ist einmal die Farbe Deep. Habe ich mir gedacht, wäre super auf der Wasserlinie, ist aber einfach nicht so bei mir angekommen. In der Farbe Antique, war auch so ein Set, ne? Ebenso in der Farbe, what is that? Cushion. Ja, die sind jetzt alle weiß von außen, das ist jetzt relativ unspektakulär wahrscheinlich, ne? Und dann noch in der Farbe Peacock. So, dann habe ich auch noch zwei aussortiert, die ich einfach nie geöffnet habe. Und ich glaube, 2 Jahre lang lagen die bei mir rum. Luna by Luna habe ich hier in der Farbe Black einen Eyeliner. Der wird demnächst in der Verlosung landen, ne? Weil ist halt noch neu. Genauso auch in der Farbe Bronze. Nie aufgemacht. Nie. Dann habe ich von Saffron auch noch so ein Waterproof Black Kohl Ayal Pencil. Ich benutze einfach keine Kohl Kajal Stifte mehr. Die Zeiten sind vorbei. So ungefähr 16 Jahre sind die vorbei. Den Bella Pierre Gel Eyeliner in der Farbe Ebony. Also das ist nicht ein tiefschwarz, sondern so ein dunkelgrau. Von Rival de Loupe habe ich hier den Intense Eyeliner. Auch ein klassisches Schwarz. Wie viele schwarze Eyeliner braucht ein Mensch? Ja. Und dann habe ich noch den Belle Hypoallergenic Longwear Eye Pencil in der Farbe 04. Das ist ein ganz, ganz dunkles Lila, glaube ich. Ne? Das ist kein Schwarz. Oder? Weiß ich nicht. Oder ein Grau ist das? Habe ich hier noch mehr von denen? Nö. Dann habe ich hier, oh, eigentlich eine geile Farbe, aber ich trage es nicht. Le Liner Signature von L'Oreal habe ich in so einem echt schönen, ne, in der Farbe Türkis. Ja. Geil. Ich dachte, das wäre voll fancy, das unten einfach am unteren Wimpernkranz zu verwenden. Ich habe Lidschattenpaletten, die solche Töne haben, womit ich echt gut arbeiten kann. Dann von NYX in der Farbe Purple, also quasi lila. Von Manhattan ist das ein brauner,
Ja, einfach brauner. Hat er eine Farbbezeichnung? Nicht mal das. In der Farbe 3, glaube ich. Ah, den habe ich, glaube ich, schon 3 Jahre von Eustar Eye Cool Soft Eyeliner Pen. Das ist ein schwarzer. Von Dr. Pierre Ricot ist das einer in einem Blau. Bleu nennt er sich. Dann von Model Co. habe ich ja einfach so einen weißen. Ich mache sowas nicht in meine Wasserlinie. Ich glaube, ich habe einen behalten, der so ein bisschen hautfarben ist. Ne? Aber da brauche ich nicht so viele von. Die verwende ich einfach nicht. Nur. Von Koki habe ich in der Farbe Gilded Gold einen aussortiert. Von Trended Up den Ultra Slim Kajal in der Farbe 040. Das ist auch so ein Anthrazit-Schimmer. Bella Pierre. Sapphire Blue 09 Gel Eyeliner habe ich auch schon in schwarz aussortiert. Ebenso ergeht es dem Wet n Wild Breakup Proof Waterproof Retractable Eyeliner in der Farbe Black. Wow. Douglas, es ist einfach traurig, wenn ich mir gerade bewusst mache, wie viel das ist, ne? Egal. Douglas Eye Pencil Kajal in der Farbe Macchiato. Ebenfalls so ein bräunlicher Ton. Dann ein roter von Zoeva Graphic Eyes. Ich glaube, der war mal reduziert und dann fand ich das gut. Oder ich habe gedacht, das wäre ein Lip Pencil. War einfach dämlich. Von Cosart den Eyeliner in der Farbe 923. Auch ein schönes Blau. Von Essence den Inner Eye Brightening Pen. Ich glaube, einen davon habe ich behalten oder so einen ähnlichen. Kommt jetzt übrigens bald auch wieder in der LE raus. Spoiler-Alarm. Von Colourpop den BFF Creme Gel Eyeliner habe ich ebenfalls aussortiert, weil wegen Isso. Von Urban Decay in der Farbe Amped den 24/7. Die sind richtig geil, also die sind auch sehr, sehr langanhaltend, ne? Kann man sich mal gönnen. Und von Sephora den Crayon Yeux Mini Eye Pencil to go ebenfalls. Ja, es befreit mich. Wirklich. Dann habe ich eine Foundation, Trashed quasi von Lea und habe sie ausprobiert und habe gemerkt, dass sie bei mir einfach nicht funktioniert. Also ne, sie hatte ja auch ihre Gründe, weswegen sie sie aussortiert hat, und zwar von By Terry die Terribly Denseless Foundation in der Farbe 2 Cream Ivory. Schöne Farbe, hält aber nicht auf meiner Haut. Die löst sich einfach eiskalt ab und sagt, nein, auf deiner Haut bleibe ich nicht. Ebenso verhält es sich mit diesem Nagellack, den können wir sogar, ich halte jetzt nicht nur den Mittelfinger hoch, weil das wäre frech, ne? Sehen wir hier ja auf dem Mittelfinger, der löst sich schon. Mensch, der ist erst ein paar Tage drauf und hat schon direkt am ersten Tag gesagt, nee, ciao, Kakao. Gut, ich habe mir eine Hose damit angezogen, selber schuld. Aber trotzdem, der hält einfach nie. Gefällt mir dann leider auch nicht, auch wenn es irgendwie eine interessante Farbe ist. Von Essie, Mercury in Retrograde nennt sich die Farbe. Sieht ziemlich fancy aus, ne? Aber wie gesagt, bei mir sollten die schon halten. Ihr habt das Video wahrscheinlich schon zu den Paletten gesehen, zu den Disney-Paletten in Kooperation mit Catrice und mit Essence. Das Catrice-Video habe ich schon gedreht, das Essence kommt noch. Wahrscheinlich habt ihr die beiden schon gesehen. Und dann habt ihr auch gesehen, weswegen mir die Ariel-Palette nicht gefallen hat. Ne? Die krümelt einfach und das finde ich alles sehr, sehr schade. Und die hat im Prinzip nur 3 Farben, die mich jetzt tierisch ansprechen würden. Abgesehen von meinem Sammlerherz, was Ariel sehr gerne mag, weil damals Kindheit und so, ne? Eigentlich sind nur diese 3 Töne für mich super interessant, aber die sind halt öde. Und nee, die ist mir zu krümelig, die ist mir zu, muss ich alles mit dem Finger auftragen. Nö, deswegen muss die gehen. Da werden sich meine Mädels wahrscheinlich gleich freuen, wenn ich die Kiste aufmache und die Ariel-Palette drin ist, weil die haben ja auch kleine Mädels zu Hause. Und die Pocahontas-Palette ist mir einfach viel zu langweilig. Ich habe genug Nude-Paletten, also wenn ich wirklich einen Nude-Look schminken möchte, habe ich tolle Paletten von Natasha Denona oder von Catrice, von so vielen geilen Marken, von Nabla. Und die lassen sich halt einfach verarbeiten. Das ist bei der hier leider nicht der Fall. Und da sie halt wirklich langweilig ist und gleichzeitig halt schwer zu verarbeiten, muss die Pocahontas-Palette auch gehen. Das heißt, aus der Catrice LE habe ich, was die Paletten angeht, nur die Belle-Palette behalten. Weil ich die echt schön fand, ne? Das Gelb, das mochte ich gerne. Dann habe ich hier von Catrice aus der gleichen Limited Edition den Ariel Lip Balm aussortiert, weil der mir halt sehr, sehr helle Lippen gemacht hat. Pocahontas und Belle habe ich behalten und Ariel habe ich jetzt aussortiert. Einfach weil, wie gesagt, ne, macht mir zu helle Lippen und das sieht dann einfach irgendwie kränklich aus und das mag ich nicht. Ich mag schon ganz gerne mal, wie jetzt so, einfach einen Gloss drüber zu machen, aber
nicht in so hell. Das ist nicht so ganz meine Welt. Das lässt die Zähne dann bei mir halt auch leider ein bisschen gelb aussehen. Und das letzte Produkt, was mich jetzt verlassen darf, habe ich jetzt gerade eben erst aussortiert, als ich mich geschminkt habe. In der Kamera sieht der Highlighter echt gar nicht mal so unnice aus. Und eigentlich finde ich den auch ganz geil, weil der nicht so glitzerig ist. Aber ich finde den zu stark und ich habe den so soft aufgebaut. Ich habe nur ganz leicht einmal mit dem Pinsel durchgestrichen und ganz soft aufgetragen. Dann nochmal ausgeblendet mit dem Base-Pinsel, also mit dem Puderpinsel, ne? Wow, das ist hier von Rival de Loup Young aus der Travelholic LE, der Highlighter. An und für sich ein schönes Produkt, seht ihr ja selber auf dem Gesicht, ne? Aber wie gesagt, für mich ist er dann einfach eine Stufe zu krass. Ist ein krasses Dupe übrigens zu dem Benefit Cookie Highlighter, ne? Also wer da einen Dupe zu sucht, den gibt es jetzt leider nicht mehr, ne? Ist ein bisschen blöd. Nein, oh Mann, das ist jetzt gemein gewesen. Aber in der Rival Loves Me Theke gibt es doch sicherlich dazu jetzt auch bald mal irgendwelche Nachfolger, ne? Weil die haben ja auch schon die Bronzer davon übernommen. Ja, das war's jetzt hier, ne? Ganz schön krass wieder unterwegs und ohne Punkt und Komma nahezu geredet. Ich teste mich aktuell ziemlich durch meine Lidschattenpaletten durch meine Highlighter teste ich mich jetzt durch und da wird dann jetzt auch demnächst wieder einiges gehen. Und ich habe mir fürs nächste Aussortiert-Video vorgenommen, super viele Lippenprodukte auszusortieren. Also das ist so mein Wunsch des Ganzen so, ne? Und da bin ich mal gespannt, was alles fliegen darf, denn ich habe, ich glaube, 250 Lippenprodukte, braucht kein Mensch. Sind wir ehrlich zueinander. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Ich hoffe, ihr sucht und findet euch, falls ihr Bock habt, unten bei mir in den Kommentaren. Gerne auch dabei schreiben, aus welchem Land ihr kommt. Denn ich habe auch mal gelesen, dass sich so österreichische Zuschauer und Zuschauerinnen gesucht und gefunden haben. Genauso auch aus der Schweiz, ne? Weil das macht ja auch ganz schön viel Sinn, wenn man da einfach mal weiter weg wohnt, dass man sich sucht und findet. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aussortiert und plapp. Und aufgebraucht Videos und so, ja. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!